Hello, hello, hello. Einen wunderschönen vierten Adventssonntag wünsche ich dir. Falls du gerade in Deutschland, Österreich oder Schweiz bist, ein paar zypriotisch wärmende Sonnenstrahlen zu dir. Ich war hier gerade joggen und ja, habe jetzt gerade so den Impuls, dich mal noch mitzunehmen hier am Strand. Hier ist recht wenig los, die Hauptsaison ist vorbei. Und das Interessante ist, also es sind noch ganz wenige, die ins Wasser gehen. Aber mir hat gestern ein Einheimischer erzählt, dass die Wassertemperatur jetzt hier tatsächlich noch so warm ist, wie sie im Hochsommer in Athen, in Thessaloniki, Mykonos, also in diesem Bereich ist. Da sieht man mal, wie unterschiedlich Wärmeempfinden ist. Also die Zyprioten, für die ist es jetzt kalt, bis auf einige hartgesottene, die gehen immer noch rein. Ich war auch so vor ungefähr 3 Wochen zum letzten Mal im Wasser, mit den Füßen noch. Jetzt ja, ich empfinde es auch als warm, aber so ganz reinhüpfen, das wird mich zu viel Überwindung kosten. Und irgendwie ist es auch ein bisschen crazy, habe ich gerade gedacht. Ich bin so im Gedanken bei den Rauhnächten, die ja jetzt beginnen mit dem 21. mit der Wintersonnenwende. Ich glaube, ich halte das Handy mal so rüber. Rauhnächte, besondere Zeit. Vielleicht hast du schon mal was davon gehört. Es ist so eine ganz besondere Zeit. Die eigentlichen Rauhnächte, die beginnen am 25.12. und gehen bis zum 6. Januar. Das sind 12 Tage und Nächte. Und jeder Tag, jede Nacht steht für den Monat des jeweiligen Folgemonats. Und da kann man ganz wunderbare Rituale machen. Ich nutze das schon seit 2010. Und ich glaube, die Rauhnächte, das Wissen um die Rauhnächte, um die besonderen Rituale, die sind, ja, neben meinen Mentoren, die ich immer an der Seite habe, maßgeblich dafür, dass ich diese Rituale nutze, um das neue Jahr zu planen und wirklich auch die Ziele zu erreichen. Und das würde ich gerne auch mit dir teilen. Vielleicht kennst du es ja auch, wie ich das aus meiner Kindheit, ich hatte... Man sagt ja am Volksmund so schön zwischen den Jahren, zwischen den Tagen. Hatte ich immer schon irgendwie so das Gefühl, da herrscht so eine besondere Energie, irgendwas ist anders. Und hatte als Kind natürlich niemanden, der mit mir darüber gesprochen hätte oder mir ja, Erklärungen zu geben hätte können. Und 2009, 2010 bin ich dann tatsächlich auf das Wissen um die Rauhnächte auf die Rituale aufmerksam geworden und nutzt das seitdem. Und Insider, und das Wissen bekommst du gerne auch von mir, kostenfrei, komme ich gleich noch dazu, also unbedingt dranbleiben. Insider nutzen die jetzige Zeit schon zur Vorbereitung auf die Rauhnächte. Da gibt es ein ganz besonderes Ritual, dass man dann am 21.12. der Wintersonnenwende machen kann. Und zwar Wintersonnenwende, kürzester Tag, längste Nacht. Es ganz viel Schatten umgibt uns, Dunkelheit, um mal so diese dunklen Seiten an uns loszulassen. Da haben die ersten Teilnehmer von mir schon erste Anleitung bekommen, was sie jetzt vorbereitend machen dürfen zum 20. Und ja, dann baut eins nach dem anderen auf und das geht dann bis zum 6. Und wenn dich das interessiert, wenn du so das Gefühl hast, ja, ich würde es jetzt gern schon mal anpacken. Ich habe jetzt keine Lust mehr, wieder irgendwelche Ziele zu setzen, um sie nachher doch nicht zu erreichen. Oder nur mit viel Anstrengung zu erreichen. Ich will einfach mal Freude, Spaß und Leichtigkeit haben. Und ja, ich würde es mir einfach mal einfach machen. Wie auch immer, wenn es mal easy peasy gehen darf, dann lade ich dich ein, melde dich jetzt noch an zur Lebensfreude-Lounge. Die Lebensfreude-Lounge, die ist jetzt im Dezember noch kostenfrei. Wenn du dich jetzt anmeldest, bekommst du auch
die Aufzeichnungen von Dezember noch als Zugriff. Kannst dir also die vorbereitende Anleitung schon mal holen, was du jetzt machen kannst, um dann am 21.12. ein ganz besonderes Ritual noch on top oben drauf zu setzen. Und ja, du bist bei den nächsten Terminen dann auch live dabei, beziehungsweise bekommst eine Aufzeichnung, wenn du mit live dabei sein kannst. Und ja, kannst mit mir, mit unserer wunderbaren Community, es sind gerade so aktuell, ich weiß die genaue Zahl nicht, so um die 250 Teilnehmer in der Lebensfreude läuft schon, so ganz spontan angemeldet. Ich hatte ganz spontan die Idee, zu meinem Weihnachtsgeschenk für dich, die Lebensfreude-Lounge jetzt auch noch kostenfrei dir anzubieten. Und ja, tauch ein in unsere wunderbare Community. Nutz in diesem Jahr den Zauber der Rauhnächte, um im nächsten Jahr wirklich mal deine Ziele easy peasy zu erreichen, was auch immer es ist, beruflich, gesundheitlich oder auch privat. Greift ja in meiner Welt immer alles ineinander, da gibt es keinen Unterschied bei mir. Und ja, was soll ich sagen? Nimm das Geschenk an. Du findest hier in der Nähe von dem Video den Link. Trag dich ein. Dann kannst du dir heute noch die Lektion von letzten Freitag anschauen, dir die Anleitung holen. Und am nächsten Freitag geht es dann Next Step in die Rauhnächte. In diesem Sinne. Sonnige Grüße, wo auch immer du bist, und ich freue mich, wenn wir uns im internen Bereich in der Lebensfreude noch sehen und ja, wir gemeinsam in den Zauber der Rauhnächte, auch wenn wir gerade herrliche 22 Grad herrschen, eintauchen können. Egal, wo du auf der Welt bist, der Zauber der Rauhnächte, diese besonderen Energien, diese Portale zur Anderswelt, die sind überall geöffnet. Ganz gleich, wo wir uns gerade befinden. Also das funktioniert genau da, wo du bist, auch wunderbar, weil es hängt alles wirklich einzig und allein im Grunde genommen nur von deiner Entscheidung ab. Jetzt zu klicken, dich anzumelden und alles Weitere bekommst du dann von mir. In diesem Sinne, hab noch einen schönen Tag. Wir sehen uns im internen Bereich. Ich freue mich. Ciao, ciao.